Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Ehrenparade der Nationalen Volksarmee in Berlin. Erich Honecker, weitere Mitglieder der Partei und Staatsführung und ausländische Gäste herzlich begrüßt. Freundschaftlicher Meinungsaustausch mit Michail Gorbatschow. Begegnung des Politbüros des ZK der SED mit sowjetischem Gast. Am Abend festlicher Empfang im Palast der Republik. Erich Honecker, DDR bleibt zuverlässiger Friedensfaktor im Zentrum Europas. Bürger in Stadt und Land feierten den Geburtstag ihres Staates. Mit einer Ehrenparade der Nationalen Volksarmee in Berlin begannen die heutigen Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Herzlich begrüßt wurde der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des Staatsrates, Erich Honecker. Glockenschläge vollenden die 10. Stunde dieses 7. Oktober. Zum großen militärischen Zeremoniell in der Karl-Marx-Allee sind Erich Honecker und weitere Mitglieder der Partei und Staatsführung gekommen. Interessierte Zuschauer sind namhafte Gäste aus aller Welt, die internationalen Medien und natürlich viele Berliner. Generaloberst Horst Stechbart, Stellvertreter des Verteidigungsministers und Chef der Landstreitkräfte. Genosse Minister, Einheiten und Truppenteile der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR. Anlässlich des 40. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik zur Ehrenparade angetreten. Es meldet Kommandierender der Ehrenparade, Generaloberst Stechbart. Genossen Soldaten und Matrosen, Unteroffiziere und Made, Genossen Fähnriche und Offiziere, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Armeegeneral Heinz Kessler hat die Einheiten begrüßt. Nun meldet der Minister dem Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates die Bereitschaft der angetretenen Truppen zum Beginn der Parade. Er überbringt Erich Honecker die Glückwünsche der Armeeangehörigen zum Nationalfeiertag. Militärmusiker der Land-, Luft- und Seestreitkräfte, der NVA und der Grenztruppen eröffnen das Defilé. Im Paradeschritt vor der Ehrentribüne Hörer der Militärakademie Friedrich Engels,
höchste Bildungsstätte der NVA, an der auch Waffenbrüder aus der UdSSR, aus Polen und der CSSR studieren. Offiziersschüler der Ernst-Thälmann-Hochschule der Landstreitkräfte. Mit militärischem Gruß künftige Offiziere der Luftstreitkräfte Luftverteidigung, die an der Offiziershochschule Franz Mehring ihre Ausbildung erhalten. Lenins Worte, dass eine Revolution nur dann etwas wert ist, wenn sie sich auch zu verteidigen weiß, kennen und beherzigen auch die Kursanten der Rosa-Luxemburg-Hochschule der Grenztruppen der DDR. Den Namen Karl Liebknecht trägt die Offiziershochschule der Volksmarine, letzter Marschblock dieser Parade. Motorenlärm mischt sich nun in die Marschmusik. An der Spitze der motorisierten Einheiten Fallschirmjäger des Truppenteils Willi Sänger. Ihnen folgen Aufklärer auf schwimmfähigen Schützenpanzerwagen. Des Truppenteils Hans Beimler. Namen wie dieser, Namen von Revolutionären, von Spanienkämpfern, von Helden des antifaschistischen Widerstandes geben Auskunft, wes Geistes Kind die Militärs des sozialistischen deutschen Staates sind. Lenkraketen zur Panzerabwehr führen die Schützenpanzerwagen dieser Abteilung. Rohre tragen die Geschosswerfer, deren Urversion als Katyusha legendären Ruhm erlangte. Aktiv unterstützt die Deutsche Demokratische Republik das Friedensprogramm der sozialistischen Militärkoalition. Bekanntlich auch mit einseitigen Vorleistungen wie der Reduzierung der Nationalen Volksarmee um 10.000 Mann oder der Verschrottung von 600 Panzern. Signale an die NATO. Kampftechnik zur Abwehr von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen. Panzerjägern folgen Artilleristen mit schwimmfähigen Haubitzen Kaliber 122 mm. Hohe Treffsicherheit ist die Gemeinsamkeit der verschiedenen Fliegerabwehrraketen, die die Paradeformationen der Truppenluftabwehr mit sich führen. Startrampen des Küstenraketenregiments Waldemar Ferner der Volksmarine.
Solange es keine Garantien gibt für die Unumkehrbarkeit der Prozesse zur europäischen Friedenssicherung mit immer weniger Waffen, so lange gehören Landesverteidigung und Schutz der sozialistischen Gemeinschaft zur friedenspolitischen Verantwortung der Deutschen Demokratischen Republik. Im Verlauf des Tages trafen Erich Honecker und Michail Gorbatschow zu einem freundschaftlichen Meinungsaustausch zusammen. Die Teilnahme des Generalsekretärs des ZK der KPdSU und Vorsitzenden des Obersten Sowjet an den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR bietet Erich Honecker und Michail Gorbatschow Gelegenheit, ihren zu einer guten Tradition gewordenen Meinungsaustausch über Fragen des sozialistischen Aufbaus in beiden Ländern, der weiteren Vertiefung der bilateralen Beziehungen wie auch der internationalen Lage nach zwei vorangegangenen Begegnungen in Moskau heute in Berlin fortzusetzen. Nach einem Fototermin begeben sich Erich Honecker und Michail Gorbatschow in den Spiegelsaal von Schloss Niederschönhausen, wo sie zunächst im kleinen Kreis ihr Gespräch beginnen. Noch einmal dankt Erich Honecker für die Glückwünsche zum Jahrestag und versichert, dass die damit verbundene hohe Wertschätzung der Leistungen des Volkes der DDR Ansporn und Verpflichtung sind, auch künftig in den Bemühungen um die Stärkung des Sozialismus und die Sicherung des Friedens nicht nachzulassen. Dabei werde niemals die umfangreiche und kameradschaftliche Unterstützung vergessen, die die Sowjetunion der DDR gewährte und gewährt. Der unzerstörbare Bruderbund mit der KPdSU und der UdSSR sowie die feste Verankerung in der sozialistischen Gemeinschaft sind, wie Erich Honecker erklärt, auch in Zukunft ein sicheres Unterpfand für die erfolgreiche Entwicklung der DDR. Im weiteren Verlauf kam es zu einer herzlichen Begegnung mit Mitgliedern und Kandidaten des Politbüros des ZK der SED. Erich Honecker informierte über die Vorbereitungen des 12. Parteitags der SED. Wie er betonte, werde der bewährte Kurs der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, der Kontinuität und Erneuerung konsequent fortgesetzt. Hoffnungen bürgerlicher Politiker und Ideologen, die auf Reformen in Richtung bürgerlicher Demokratie hin zum Kapitalismus setzten, seien jedoch auf Sand gebaut. Die DDR halte an den Grundwerten des Sozialismus fest. Versuche, den Sozialismus auf deutschem Boden zurückzudrängen und zu beseitigen, blieben auch in Zukunft aussichtslos. Michail Gorbatschow würdigte den 40. Jahrestag als ein bedeutsames Ereignis im Leben der Völker der DDR und der UdSSR. Er betonte, dass die erfolgreiche Entwicklung der DDR für die Positionen des Sozialismus von erheblichem Gewicht ist. Ihre Existenz und ihr konsequentes, initiativreiches Wirken seien ein gewichtiger Beitrag zur Gewährleistung des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in Europa. Im weiteren Verlauf des Gedankenaustausches informierte Michail Gorbatschow über die Anstrengungen der sowjetischen Kommunisten zur Verwirklichung der Beschlüsse des 27. Parteitags und der 19. Unionsparteikonferenz. Zu diesem Kurs, der die KPdSU an der Spitze der revolutionären Wandlungen sehe, gebe es keine Alternative. SED und Volk der DDR sind, wie Erich Honecker feststellte, einmütig in der Unterstützung der Umgestaltung in der UdSSR, die einen überaus schwierigen, aber notwendigen Prozess für die Festigung des Sozialismus und die Sicherung des Friedens in der Welt darstelle. Beide Gesprächspartner äußerten Genugtuung über die kontinuierliche Entwicklung der nach Intensität und Vielfalt beispiellosen Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR, deren Grundlage die enge Kampfgemeinschaft und das vertrauensvolle Zusammenwirken der SED und der KPdSU seien. Bei Übereinstimmung zu den prinzipiellen Fragen der Außenpolitik und des sozialistischen Aufbaus und im Bestreben, dem Sozialismus eine neue Qualität zu verleihen, gingen beide Parteien von gleichen Idealen und Werten aus. Die in der Vergangenheit geschaffenen Grundlinien für den noch engeren Zusammenschluss der Volkswirtschaften beider Länder tragen der Tatsache Rechnung, dass kein Land der sozialistischen Staatengemeinschaft in der Lage sei, die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft allein zu meistern. Darüber hinaus gelte es, das Zusammenwirken im Rahmen des Warschauer Vertrages und des RGW zu intensivieren und die Tätigkeit der Organisationen auf neue Erfordernisse einzustellen. Erich Honecker und Michail Gorbatschow bekräftigten noch einmal das Friedensprogramm der Warschauer Vertragsstaaten.
stellten gleichzeitig aber fest, dass bestimmte Kräfte der NATO den Abrüstungsprozess bremsen und unverhohlen am Streben nach militärischer Überlegenheit festhalten. Ein gemeinsames europäisches Haus könne nur auf dem Fundament der europäischen Nachkriegsordnung beruhen. Die volle Achtung der Souveränität, der territorialen Integrität und der Unabhängigkeit jedes Landes in seinen gegenwärtigen Grenzen sowie die Respektierung des Prinzips der Nichteinmischung seien deshalb unerlässlich. Michail Gorbatschow erklärte mit Nachdruck, dass die Sowjetunion ein treuer Verbündeter der DDR ist und bleibt. Die UdSSR sei entschlossen, den Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand vom 7. Oktober 1975 strikt einzuhalten. Das müsse allen klar sein, die versuchen, die Souveränität der DDR und ihre Unabhängigkeit anzutasten. Die Gesprächspartner bekundeten die Bereitschaft ihrer Länder, die Entwicklung normaler gutnachbarlicher Beziehungen mit der BRD fortzusetzen. Das erfordere jedoch seitens der BRD eine Politik des Realismus und der Einhaltung der geschlossenen Verträge und Vereinbarungen. Am Nachmittag hatte Erich Honecker ein freundschaftliches Gespräch mit dem Generalsekretär der rumänischen Kommunistischen Partei, Präsident Nicolae Ceaușescu. Im Amtssitz des Staatsrates begrüßte Erich Honecker herzlich seinen Gast. Beide Politiker stellten mit Befriedigung fest, dass sich die Beziehungen auf der Grundlage des Freundschaftsvertrages erfolgreich gestalten. Es wurde unterstrichen, dass der Sozialismus auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus und entsprechend den nationalen Besonderheiten weiter zu vervollkommnen ist. Dabei hoben beide Politiker das Recht eines jeden sozialistischen Landes auf den eigenen Weg zum Sozialismus hervor. Beide Seiten bekräftigten die Notwendigkeit, die imperialistische Einmischung in die inneren Angelegenheiten der sozialistischen Länder zu deren Destabilisierung entschieden zurückzuweisen. Die Feierlichkeiten zum Republikgeburtstag klangen am Abend mit einem Empfang in Berlin aus. Der festlich erleuchtete Palast der Republik. Auf seine Art Symbol für 40 erfolgreiche Jahre zum Wohle des Volkes. Offizielle ausländische Gäste und verdienstvolle Werktätige folgen der Einladung Erich Honeckers zu diesem Empfang. Freunde und Genossen, meine Damen und Herren des Diplomatischen Korps, liebe Gäste, es ist mir eine große Freude, Sie anlässlich dieses festlichen Empfangs zu Ehren unseres Nationalfeiertages recht herzlich zu begrüßen. Wir möchten Ihnen allen, verehrte ausländischen Gäste, recht herzlich danken, dass Sie an den Feierlichkeiten aus Anlass des 14. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik teilgenommen haben. Nehmen Sie die Gewissheit mit nach Hause, dass unsere Republik auch im 5. Jahrzehnt ihrer Existenz ein bedeutender, zuverlässiger Friedensfaktor im Zentrum Europas sein wird. Unsere Freundin aller Welt seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, in der Heimat von Marx und Engels, auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken auf die internationale Solidarität
und Zusammenarbeit, auf den Frieden und das Glück aller Völker auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Am Abend trat Michail Gorbatschow die Heimreise an. Auf dem Flugplatz Berlin-Schönefeld wurde er von den Mitgliedern des Politbüros des ZK der SED, Hermann Axen, Günter Mittag und weiteren Persönlichkeiten verabschiedet. Dieser zweitägige Besuch hat erneut die brüderliche Gemeinschaft zwischen der DDR und der UdSSR bekräftigt. Mit einem großen Wachaufzug am Mahnmal unter den Linden ehrte die Nationale Volksarmee am Nachmittag die Opfer von Faschismus und Militarismus. Rostock, die Silhouette der nördlichen Altstadt, davor der Stadthafen, Schauplatz einer großen Flottenparade heute Nachmittag. An Bord begibt sich hier der Chef der Volksmarine und stellvertretende Verteidigungsminister Vizeadmiral Theodor Hoffmann. Grüße für die Besatzung des Küstenschutzschiffes Güstrow, für die Matrosen, Mate und Offiziere auf einem Landungsschiff der Baltischen Flotte und die Spezialisten auf einem polnischen Minenabwehrschiff. Die militärischen Vorführungen dann werden von vielen Rostockern mit regem Interesse beobachtet. Ein Vorbeiflug von Hubschraubern ist schließlich Höhepunkt und Abschluss dieser Flottenparade. Die Bürger der DDR feierten mit Volksfesten in Stadt und Land den 40. Jahrestag ihres Staates. Dabei wurde vielerorts eine erfolgreiche Bilanz der Arbeit in den zurückliegenden Monaten gezogen. 45 Meter hoch ist es, das Neue, und seit heute wieder die Attraktion im Berliner Plenterwald. In einer der 40 Gondeln ließ sich aus luftiger Höhe das Volksfesttreiben wohl am besten verfolgen. Da gab's für die einen Gelegenheit, die Zeit nach der Ehrenparade fürs Familientreffen zu nutzen. Da zog es andere auf den Alexanderplatz, der sich in eine riesige Freiluftgaststätte verwandelt hatte und Berliner Spezialitäten anbot. Und wieder andere in den Friedrichshain, um ein bisschen Jahrmarktsatmosphäre zu erleben oder einfach nur mal Berliner Luft zu schnuppern, Originalen hinterherzuschauen. Heute und morgen noch geht es zwischen Alexanderplatz und Friedrichshain rund. Und das nicht nur für die Berliner. Tausende Leipziger zog es heute ins Stadtzentrum, in dem rund 90 Veranstaltungen stattfanden. Die Kulisse der in alter Schönheit wiedererstandene historische Markt. Mit dem alten Rathaus, dessen erste Rekonstruktionsetappe beendet ist. Visitenkarte für die Denkmalpflege in unserem Land. Eben erst eröffnet das Café de Sachs. Alles in allem weitere Beweise für die Mühe, die Messestadt für die Leipziger und ihre Gäste attraktiver zu machen. Wohnungsbauplatz DDR. Nicht weit vom Erfurter Anger, am Juri-Gagarin-Ring, wächst ein innerstädtisches Neubaugebiet mit allem, was dazugehört. 560 Erfurter sind hier in diesen Tagen eingezogen. Das Zentrum der sächsischen Industriestadt, die den Namen von Karl Marx trägt. Bauleute setzen die erste Platte für ein weiteres Wohngebiet in der Innenstadt. 570 Wohnungen sollen hier in den nächsten Monaten montiert werden. Der Wohnungsbauplatz DDR, er hat täglich seine Höhepunkte. Thüringer Marktfest inmitten der in den 80er Jahren wohnlich und attraktiv gewordenen Innenstadt. In der Zunftstraße zeigen alte und junge Meister ihr Können. Mit rund 200 neuen Gewerbegenehmigungen wächst die Anzahl der privaten Handwerksbetriebe im Bezirk Gera binnen zweier Jahre auf über 4000. Informationen aus erster Hand. Das neue Haus der Mikroelektronik in Frankfurt-Oder macht's möglich. Das Halbleiterwerk der Stadt zeigt, dass es in 30 Jahren wahrlich von Makro zu Mikro ging. Trat man 1959 mit einer Jahresproduktion von 25.000 Bauelementen an, so haben diese heute auf einem einzigen Chip Platz. Prösen im Bezirk Cottbus ist um einen Spielplatz und eine Kaufhalle reicher. Die Übergabe natürlich das Dorfereignis. Ein Bürgerwunsch ist erfüllt und wieder ein Stück Ortsgestaltungskonzeption verwirklicht. Und reichlich Zeit und Ideen haben sie auch in den Abenteuerspielplatz gesteckt für die Kinder des neuen Wohngebietes. Auf der Elbe eine neue Dresdner Sehenswürdigkeit. Der Dampfer diesbar in den traditionellen sächsischen Farben grün-weiß.
Umfangreiche, komplizierte Rekonstruktionsarbeiten liegen hinter dem 105 Jahre alten Schiff, das einst als Pillnitz in Dienst gestellt wurde. Die Diesbar wird in 2 Wochen erstmals auslaufen und die große Parade der Dresdner Weißen Flotte zum Saisonende anführen. Die Geschichte Bad Salzungs ist die Geschichte des Salzes. Seit langer Zeit wird im Kaliwara-Revier Bergbau betrieben. Und als man bemerkte, dass die Salzsiedeknechte kaum Erkältungskrankheiten bekamen, begann die Sohlegewinnung und der Kurbetrieb. Katrin Baumgart, 16-jährige Schülerin, wurde zur ersten Salzkönigin der Stadt ernannt. Sie hat schon Tradition an diesem Tag, die Fahrt um das Blaue Band auf dem Schweriner See. Segler und Surfer aus den Betriebssportgemeinschaften überall in unserem Land legen sich vor den Wind. Bei einem Turn, der stets Können verlangt, auch wenn nur eine frische Brise weht, wie heute. Eine Feier des Tages in der Reuterstadt Staffenhagen. Familie Erika und Herbert Mego an ihrem 40. Hochzeitstag. Am Hochzeitsort von einst entsteht das aktuelle Foto. Jenes zeigt die Neuvermählten am 7. Oktober 1949. Erinnerungen an den schweren Anfang werden wach, gerade hier in Mecklenburg einst in Begriff des Rückständigen. In Geborgenheit kann Familie Mego heute diesen Tag begehen. In Stendal beherrschten am Nachmittag Friedensengagement und Solidarität die gesamte Innenstadt. Beim großen Solidaritätsbazar, an dem sich wieder Zehntausende aus dem Altmarkkreis beteiligten. Unterschriften für die Freilassung Nelson Mandelas im Internationalen Solidaritätszentrum. Der Stendaler Bazar bildet den Abschluss der alljährlichen Solidaritätsaktionen des Journalistenverbandes der DDR. Seine Jahrhunderte sieht man dem alten Schweden kaum noch an. 1380 erbaut, bietet das Wahrzeichen aus der Hansezeit nach sorgsamer Rekonstruktion jetzt 4 Familien zeitgemäßes Wohnen. Und darüber hinaus viel Gastlichkeit, ganz maritim, für die Wismarer und ihre Gäste. Schleusenfest am Nottekanal. Königs Wusterhausen feiert. Wie immer Anziehungspunkt für alles, was Beine hat. Handwerker der Kreisstadt bieten Kostproben aus ihren Werkstätten. Hundehalter präsentieren, was ihre Vierbeiner gelernt haben. Für die Jüngsten Kinderparadies bei Berg- und Talbahn und Kettenkarussell. Live dabei, der Senderhalle vom Rundfunk, da, wohin es heute die Hallenser zog. Grüße überbrachten den Saalestädtern heute auch die Sänger und Tänzer aus der befreundeten CSSR. Weitere Nachrichten. UNO, New York. Mit überwältigender Mehrheit hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen das Vorgehen Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten verurteilt. Für einen entsprechenden Resolutionsantrag sprachen sich 140 Mitgliedstaaten aus. Die Vertreter der USA und Israels stimmten gegen das Dokument. 6 Staaten enthielten sich der Stimme. Washington. UdSSR-Verteidigungsminister Jasow hat seine Gespräche mit USA-Präsident Bush und seinem Amtskollegen Cheney als positiv bewertet. Das gegenseitige Verständnis zwischen den Militärs beider Länder sei erhöht worden. Hiroshima. In der japanischen Stadt begann heute der 9. Weltkongress der Vereinigung Internationale Ärzte zur Verhütung eines Nuklearkrieges, IPPNW. Vertreten sind 76 Länder. Die DDR-Abordnung wird vom Vorsitzenden der nationalen Sektion, Professor Moritz Mebel, geleitet. Zum Abschluss der Sendung das Wetter. Wechselnd, meist stark bewölkt, zeitweise schauerartiger Niederschlag, Tiefstemperaturen nachts 10 bis 5, Höchsttemperaturen morgen 9 bis 14 Grad. Die aktuelle Kamera meldet sich wieder um 22 Uhr im ersten Programm und um 21.30 Uhr im zweiten Programm.